Heute Podcast mit Sandro Zieger und Jürgen Pointinger. Die haben halt dann geschaut und haben gesagt, wow, der Mats Hummels ist auf der Hochzeit und sind dann rübergekommen zum Bilder machen. Und Wochen später hat dann der Bräutigam erzählt, er ist angesprochen worden, ob dem seit seiner Hochzeit das war, wo der Mats Hummels als Gast war. Da war das Hotel, wo ich übernachtet habe, zufällig gegenüber vom Mannschaftshotel von Dortmund. Da war ich dann auch abends nach dem Spiel dort drüben, dann konnte ich ein Selfie mit ihm machen. Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska. 81.365 Zuschauer im Stadion. Champions League-Spiel, Dienstagabend. BVB Borussia gegen Newcastle. Der vierte Gruppenspieltag der Champions League-Saison 2023-24. Und Amazon Prime hat live übertragen und danach 5 Fotos auf Instagram hochgeladen. Und Kegler, die dieses Karussell durchgeswiped haben bis zum Schluss, sind am letzten Bild hängen geblieben, denn ein Kegler war drauf zu sehen und mit einem sehr besonderen Wunsch. Und heute soll es in der Episode um dieses Thema gehen. Mich freut es, dass es so spontan geklappt hat. Hallo Sandro und hallo Jürgen. Jürgen kommt dann gleich nochmal zum Gespräch. Wir starten aber jetzt erstmal mit dem Verursacher dieser Episode. Sandro, du hast ein Plakat hochgehalten. Was stand drauf und vor allem, wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, hi erstmal. Ja, auf dem Plakat stand, hi Mats, ich würde mein Kegeltrikot gegen dein Trikot eintauschen. Ja, wie ist zu der Idee gekommen? Ich bin ziemlich verrückt, was Trikotsammeln angeht. Ich sammle Kegeltrikots, Fußballtrikots und dann dachte ich mir so, ha, eins von Mats wäre ganz cool, weil er halt auch ein echt mega Spieler ist vom BVB und halt auch ein menschlicher Spieler, wo ich mir dachte, wenn er das Plakat sieht, auch auf mich zukommen könnte und halt wirklich den Tausch eingeht. Ja, und dann höre ich natürlich auch seinen Podcast an, den er hat mit seinem Bruder und dem einen Kumpel zusammen. Und da habe ich auch rausgehört, dass er auch gerne mal sein Trikot tauscht und sich auch für so Randsportarten interessiert. Dann habe ich mir gedacht, komm, probier es einfach mal aus, hebst das Plakat hoch. Habe natürlich auch das Trikot mitgenommen, dass er sieht, ich meine es ernst mit dem Tausch. Und ja, dann hat mich Amazon eingefangen. Du bist BVB-Fan, nehme ich an. Bist du regelmäßig im Stadion? Ja, ich schaue, dass ich so in der Saison 4-5 Mal runterkomme. Diese oder jetzt innerhalb von einer Woche war es das zweite Mal. Ich war letzte Woche schon beim Pokalspiel gegen Hoffenheim. Denn die Spiele unter der Woche sind doch einfacher zu realisieren für mich, weil samstags bin ich ja selber auf der Kegelbahn. Da klappt es dann meistens nicht mit ins Stadion gehen. Wollte ich sagen, dass es ja Konkurrenz gibt für die Stadionbesucher in Dortmund. Fangen wir mal kurz mit dem Thema an, bevor wir dann zurück zu dem Dienstagabend im BVB-Stadion kommen. Du spielst beim KV Lidolzheim. Den Verein braucht man in Deutschland und mittlerweile auch international nicht weiter vorstellen. Wie läuft denn eure Saison der ersten Mannschaft? Ja, wir sind ja in der Regionalliga Nordbaden-Rheinland-Pfalz. Da stehen wir aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Damit sind wir sehr zufrieden. Da kommt ja nächstes Jahr der Zusammenschluss mit Nordbaden, Südbaden und Württemberg. Das heißt, wir müssen unter den besten 3 nordbadischen Mannschaften sein in der Liga, um uns für die Baden-Württemberg-Liga nächste Saison zu qualifizieren. Weil nordbadische Teams haben wir ziemlich hohe Konkurrenz mit Eppelheim und Gutholz-Sandhausen. Die zwei führen die Tabelle auch aktuell an. Ja, für mich persönlich bin ganz zufrieden. Saison ist gut gestartet. 2 600er gespielt, dann war ein kleines Loch da von 2-3 Wochen, aber da bin ich jetzt auch wieder rausgekämpft und bin positiv gestimmt. Sehr, sehr schön. Im Prinzip wächst da zusammen, was vor einigen Jahren auseinandergegangen ist. Du hast die Vereine auch erwähnt, Sandhausen und Eppelheim. Einerseits schön, andererseits schade, wenn es für euch dann oder für die anderen Vereine in Nordbaden so ausgeht, dass sie dann eben nicht mehr in der dritthöchsten Liga spielen dürfen. Aber wünsche auf jeden Fall da in dem Zusammenhang auch weiterhin viel Erfolg. Und ich sehe es persönlich positiv, dass auch Vereine, die jetzt in der DCU eben waren, zurückkehren. Der Verein KV Lidolzheim ist ja, und da will ich kurz noch drauf eingehen, schon lange ein Begriff, vor allem seit 2009. Da habt ihr
glaube ich, als Verein auch neue Maßstäbe gesetzt bei der Weltmeisterschaft 2017. Das Ganze wiederholt, auch nochmal eine Schippe draufgelegt. Ich bin jetzt schlecht vorbereitet. Jürgen, warst du damals dabei? Nee, 2017 war ich nicht dabei. Also ich war im erweiterten Kader, aber habe nicht teilgenommen. Also fast hätte Jürgen das auch erleben dürfen, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Welche Berührungspunkte hattest du mit den Weltmeisterschaften? Also mit der WM 2009 nicht so viel. Da war ich noch in der Grundschule und auch noch nicht im Kegelverein. Aber die WM hat ja in der Schulsporthalle stattgefunden. Und da haben wir dann als Grundschüler Freikarten gekriegt, um uns mal ein Spiel anzuschauen. Habe ich dann natürlich auch wahrgenommen und dann das Jahr drauf, 2010, selber mit dem Kegeln angefangen. Und 2017 warst du mit beteiligt, oder? Dann aktiv beim KVL und natürlich auch als Helfer dabei über die kompletten Wochen, wo die WM stattgefunden hat. Hauptarbeit war, da ich ja noch in der Jugend war, war ich dann Läufer, habe die Kegel hinten enttäppert, aber trotzdem mal riesig so ein Event live mitzuerleben und auch mitzuwirken. War ein schönes Erlebnis, ja. Ich glaube, die ganze Kegeln-Welt fragt sich, wann die nächste Weltmeisterschaft in Diedolzheim stattfinden wird. Vermute, du kannst das nicht beantworten, aber vor allem ich persönlich. Ein bisschen mehr. Also da müssen wir die Kegelwelt doch leider enttäuschen. Wir wollten die WM 2026, meine ich, ausüben oder halt austragen. Aber da sind wir leider bei der Gemeinde auf Granit gestoßen. Die haben da nicht mehr mit eingewilligt. Deswegen wird es leider keine mehr geben in Dettenheim. Das ist schade, wobei so Gemeinden, glaube ich, ja durch Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen auch immer sehr geprägt sind. Vielleicht gibt es in einer anderen Wahlperiode mal wieder die Chance. Aber spannend. Warum ich jetzt auch so auf das Thema WM zu Gesprächen gekommen bin, weil die 2009er WM, ich war selber dann vor Ort bei den Aktiven, gerade im U18-Bereich natürlich, da waren die Spielerinnen und Spieler schon ein bisschen wie Stars. Es gibt auch im Film Szenen, wo dann eben Schüler kamen. Ich weiß nicht, ob du damals mit dem Autogrammbuch oder mit dem Plakat, mit dem T-Shirt da standest und Autogramme wolltest. Aber das war so auch dieser Star-Moment, den ja die Fußballer auch regelmäßig haben. Und deswegen ist er auch dabei. Ich habe ihn in der Insta-Story dann verlinkt. Er hat auch gleich geschrieben, einer, der so ein bisschen auch Star-Momente hat, zumindest gibt es da offensichtlich Geschichten, ist Jürgen Pointinger. Nach 6 Jahren Zerbst ist er jetzt nach Rheindorf näher zu seiner Heimat gewechselt, spielt dort weiterhin erfolgreich. Und wer ihn sieht, und das ist ja im Kegeln auch weit verbreitet, könnte schon denken, dass da eben Mats Hummels steht. Wie oft wirst du verwechselt, Jürgen? Ja, also tatsächlich ziemlich oft. Und nur dazu, die, wo mich halt nicht kennen oder auf der Straße oder beim Essen einmal, da kann es dann schon mal sein, dass sich Leute umdrehen oder dass halt dann der eine oder andere kommt und sagt, hey, könnt man ein Bild machen oder sogar mal noch ein Autogramm fragen. Ich muss dann kurz einmal aufklären, dass ich es doch nicht bin. Und Bild natürlich mache ich dann meistens schon mit. Beide Autogramme wird es halt schwierig, weil wie gesagt, mit meinem Autogramm können es halt nicht recht viel anfangen. Aber ist immer recht amüsant und lustig eigentlich. Du hast so Geschichten erzählt, ich habe es auch angedeutet. Erzähl mal was. Ich war auf einer Hochzeit und war im Nebenzimmer war ein Bayern-Fanclub und die haben halt dann geschaut und haben gesagt, wow, da Mats Hummels ist auf der Hochzeit und sind dann rübergekommen zum Bilder machen und Wochen später hat dann der Bräutigam erzählt, er ist angesprochen worden, ob dem seine Hochzeit das war, wo der Mats Hummels als Gast war. Oder ich habe ihn beim Essen gehabt mit meiner Frau und dann habe ich so ihn auf die Leute geschaut und die sind dann im Lokal vorbeigegangen und dann hast du gemerkt, wie die auf einmal innerhalb von 2 Minuten nochmal zurückgekommen sind und so nochmal reingeschaut haben, hey, ist er das, ist er es nicht? Und dann sind sie wieder weitergegangen. Also wie gesagt, an sich, wenn man dort Leute so ein bisschen beobachtet, kann man da sehr viel und sehr schöne Sachen erleben. Sehr kurios. Ich kann aus eigener Erfahrung, ich habe es auch mal erlebt auf einem Kaderlehrgang. Stimmt, grad, da warst du dabei. Ja, weil es... Ich meine, jüngere Menschen sind da, glaube ich, leichter zu täuschen.
da haben wir, glaube ich, auch einfach nicht locker gelassen und irgendwann glaubt man dann halt, dass da vielleicht doch mal ein Zummel steht, aber sehr cool. Sandro, du standest in der ersten Reihe, stehst du da öfters? Nee, also letztes hatte ich natürlich weiter oben. Ich habe mir dann gedacht, komm, gehst zum Warmmachen runter, hebst das Plakat hoch, damit sie es da vielleicht schon sehen oder er zumindest sieht. Und dann kurz vor Anpfiff bin ich auch wieder runtergegangen und habe mich dann bereit gemacht, dass wenn sie nach dem Spiel ihre Runde laufen, er da aufmerksam wird. Aber leider hat er es nicht gesehen. Aber ja, letzte Woche habe ich es auch schon mal versucht gehabt. Da hat er ja nicht gespielt, es war gegen Hoffenheim. Da habe ich dann kurz kommuniziert mit ihm, hat er gesagt, er hat kein Trikot, er kann es leider nicht hergeben. Und ich glaube, am Dienstag hat er einfach gar nicht auf das Plakat geachtet oder gar nicht realisiert, dass da jemand steht mit dem Plakat. Sonst hätte er vielleicht sich daran erinnert, an die Woche zuvor. Ihr hattet also schon Kontakt quasi. Ja, also kurz kommuniziert. Und letztes Jahr war ich auch beim Pokalspiel in Leipzig. Da war das Hotel, wo ich übernachtet habe, zufällig gegenüber vom Mannschaftshotel von Dortmund. Da war ich dann auch abends nach dem Spiel dort drüben. Dann konnte ich ein Selfie mit ihm machen. Sehr cool. Wie viele Trikots hast du denn mittlerweile schon? Hast du die gezählt? Boah, da habe ich gar nicht angefangen. Mama, Papa, da drehen dann immer die Augen, wenn ich mit einem neuen Trikot heimkomme. Aber 20, 30 Stück sind es locker. Und die hängen im Schrank oder liegen oder wo warst du die auf? Zusammengelegt, haben sie ihren eigenen Abteil im Schrank, wo sie dann geordnet sind. Okay. Und ich weiß, dass eins davon zumindest schon mal von dir getragen wurde, Jürgen, oder hast du ihm ein komplett neues mitgebracht? Nee, das ist tatsächlich eins gewesen, mit dem, wo ich gespielt habe. Und der Sandro hat mich dann angefragt, da haben wir dieses Jubiläumsturnier gehabt oder dieses Jubiläum in Lidolsheim, wo sie mich eingeladen haben. Und da hat mir der Sandro geschrieben, ob ich Trikot für ihn hätte und hat gesagt, natürlich, bringe da eins mit. Genau, und so hat der Sandro jetzt auch ein Trikot von mir im Schrank hängen. Oder mit Unterschrift oder ohne? Ich müsste unterschrieben sein, oder Sandro? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Tatsächlich ohne Unterschrift. Ah ja, okay, aber das kann man vielleicht machen. Aber halb so wild. Ich habe es im Training ab und zu an, bevor die verraten ist. Muss ich was anderes unterschreiben. Und ein Selfie machen bestimmt. Oder Autogrammkarten wäre ja auch mal eine Idee fürs Kegeln. Ja, ich glaube, hat es bei einer WM schon mal gegeben, oder? Ja, WM-17 war es, meine ich. Hat es Autogrammkarten schon gegeben. Spannend. Jürgen, mal kurz zu deiner aktuellen Saison. Ich habe es angedeutet, oder es ist ja hinlänglich bekannt, dass du jetzt nach 6 Jahren selbst nicht mehr dort bist, jetzt in Rheindorf spielst. Wie läuft die Saison bisher für dich? Im Großen und Ganzen kann man mit der Saison jetzt für Rheindorf zufrieden sein. Also wir haben den Europapokal gewonnen, stehen in der Liga relativ gut da, haben letztes Spiel zwar in Zerbst verloren, da wo wir es vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft haben, da wo wir es noch ein bisschen mehr ärgern wollten, das haben wir leider an dem Tag nicht geschafft. Aber so im Großen und Ganzen kann man jetzt eigentlich sagen, läuft es relativ gut. Meine Saison ist jetzt ein bisschen durchwachsen, ich spiele relativ vernünftige Ergebnisse, aber nur so ein bisschen unkonstant. Also ich habe so ein, zwei Spiele drin gehabt, wo ich einfach nicht zufrieden war. Aber mit der Zeit kommt es und wie gesagt, solange wir Punkte holen und gewinnen, ist das alles in Ordnung. Das ist halt dann einfach das persönliche Empfinden, dass es halt vielleicht nur ein Stückchen besser sein könnte. Wie blickst du auf die 6 Jahre zurück? Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bereue es nicht, dass ich in Zerbst war. Es ist eine Erfahrung fürs Leben und man muss sich bewusst sein, wenn man nach Zerbst geht, was einen da erwartet und man muss sich auf das einlassen und dann mit dieser Art und Weise und der Situation umgehen können. Positives Feedback und positiv die 6 Jahre, gut, das letzte Jahr, wenn man mal außen vor lässt, da wird dann immer so oft gespielt, das ist natürlich dann für den Spieler nicht so zufriedenstellend, aber man muss halt das Ganze betrachten. Und auf 6 Jahre muss ich nach wie vor sagen, war es der richtige Schritt damals und auch nach 6 Jahren auch der richtige Schritt dann zu gehen, muss ich sagen. Waren die wenigen Einsätze in der vergangenen Saison der Grund, warum du jetzt dann die Entscheidung getroffen hast? Ich weiß von Matze Weber, dass er nicht erst einmal gefragt hat vor der Saison. Er versucht es, glaube ich, schon länger. Ja, der Matze hat mich tatsächlich schon länger immer kontaktiert, weil, wie gesagt, natürlich der Weg halt nach Zerbst ist für mich 4,5 bis 5 Stunden gewesen. Jetzt auf Rheindorf sind es 45 Minuten. Im Großen und Ganzen muss ich aber wirklich sagen, ich wollte halt einfach wieder mehr spielen. Und für den Aufwand, wo ich betreibe, ist der Aufwand, dann nach Zerbst zu fahren,
einfach zu viel. Da ist ja okay, ich fahre, sagen wir mal, 4,5 Stunden dahin und dann spielst du halt, sagen wir mal, 10, 13 Bundesligaspiele. Aber wenn du nach Zerbst gehst, willst du ja natürlich Bundesliga spielen, aber halt ja diese internationalen, diese großen Spiele spielen, wie Champions League, Weltpokal. Und da, wenn du halt die nicht mehr spielst, dann musst du halt irgendwann mal die Gedanken machen, ist der Aufwand noch gerechtfertigt? Du gehst halt dann irgendwann mit dem Timo in ein Gespräch und redest offen und ehrlich. Also Timo und ich sind immer ehrlich miteinander umgegangen. Und dann sind wir beide eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass es aufgrund des Aufwandes und einfach der Situation sinnvoller wäre, wenn ich sage, okay, ich gehe. Also wie gesagt, das haben der Timo und ich eigentlich im Einklang festgestellt. Und dann hat halt der Matze damals das Glück gehabt, also was heißt das Glück gehabt, er hat mich dann ja in dieser Saison wieder gefragt. Das Jahr davor schon habe ich gesagt, du Matze, pass auf, ich komme nächstes Jahr nach Rheindorf. Gab es für dich noch Alternativen neben Rheindorf? Ja, ich habe schon die ein oder andere Anfrage auch noch gehabt von anderen Vereinen. Klar, die hört man sich natürlich an. Man muss halt dann immer schauen, ob das passt von der Konstellation her mit demjenigen Verein, mit der Mannschaft und auch vom Aufwand her muss man halt einfach immer sehen, um was für Ziele das halt der Verein immer hat. Und ich muss ja sagen, durch das, dass die Nationalmannschaft noch spielt und von Zerbs kommen und der Matze ja auch ein Konzept hat für Rheindorf, das, wo man sehr zugesagt hat, natürlich kenne Matze ja von meiner Zerbszeit und auch als einer meiner besten Freunde, hat sich das natürlich schon sehr angeboten, dass wir in die gleiche Richtung da laufen und gehen. Wie viel Zerbst bringst du jetzt mit nach Rheindorf? Also willst du was ändern oder bist du jetzt da auch eher nur zum Kegeln und sagst, okay, die Struktur, so wie sie ist, geht mich jetzt wenig an, will ich nicht ändern? Da muss man tatsächlich sagen, also so 1:1 Kopie geht nicht. Ich versuche natürlich meine Erfahrung und meine Erlebnisse, wo ich jetzt quasi in Zerbst gemacht habe, da in Rheindorf einzubringen. Man muss halt dann auch immer schauen, ob der Verein auch gewillt ist, das alles so zum Übernehmen oder nicht. Da redet man halt offen und ehrlich drüber in der Konstellation, wie es halt gerade passt, bringt seine Vorschläge und dann muss man halt schauen, wie der Verein darauf reagiert oder auch die Spieler dementsprechend, weil man natürlich, ja, wie gesagt, ganz andere Ansätze in Zerbst hat, wie bei allen anderen Vereinen. Sandro, ist deine Leidenschaft für das Kegeln, für andere Vereine, das zu verfolgen, auch so groß wie beim Fußball, wenn du da jetzt regelmäßig im Stadion bist? Ja, schon. Also beim Kegeln, Herren-Bundesliga, natürlich Zerbst vorneweg, aber auch die Mannschaften, die jetzt hinterherkommen und versuchen, Zerbst vom Thron zu stoßen, da schaut man ja auch gespannt drauf. Eben Rheindorf, dann Heiberg Moos, die jetzt einen Flakewski verpflichtet haben. Ja, wäre, glaube ich, schon mal schön, einen anderen Meister zu sehen. Genauso wie bei den Frauen, da fieber ich natürlich mit unseren unheimlich mit, damit die es endlich mal schaffen. Dieses Jahr sehe ich die Chancen relativ gut. Die haben sich auch gut verstärkt mit der Bianca und auch gut in die Saison gestartet. Gegen Pöllwitz das Topspiel gewonnen, vorletzte Woche. Da bin ich mal gespannt, ob sie es durchziehen und wenn ja, dann haben sie sich auch den Meistertitel endlich mal verdient. Am 3. Dezember, das ist der Sonntag, steigt ja das Duell mit Bamberg. Immer ein hitziges und spannendes Duell. Könnte man schon ungefähr mal sehen, in welche Richtung es geht. Dadurch, du hast schon gesagt, Pöllwitz, gegen Pöllwitz hat Liedolzheim gewonnen. Also dann wäre das schon mal ein erstes Matchballspiel für das große Ziel. Ich hatte eine Saisonvorbereitung auch gemacht. Das klang schon ein bisschen so durch, dass der Verein die letzten Jahre darauf hingearbeitet hat. Wie hast du das mitbekommen? Ja, schon. Also wird auch jetzt offen kommuniziert bei unserem Verein. Das ist schon immer das große Ziel, Meister zu werden. Die letzten Jahre waren wir immer näher dran. Da haben wir ja auch mal eine Saison dabei gehabt, wo wir zweimal gegen Bamberg gewonnen haben tatsächlich und dann am Ende doch nicht gepackt haben, die Meisterschale hochzuheben. Aber ich sag mal, da war halt die Breite im Kader auch noch nicht so vorhanden, die wir jetzt mittlerweile uns erarbeitet haben. Und ja, ich sage auch, das Spiel in Bamberg jetzt in 4 Wochen ist, meine ich, wenn wir da einen Punkt holen, dann bin ich positiv gestimmt. Dann haben wir, glaube ich, 4 Punkte vor. Und auf unserer Heimbahn muss man es auch erstmal schlagen. Wenn du jetzt nochmal auf die Männerbundesliga guckst, du wünschst dir oder würdest dich über einen anderen deutschen Meister freuen, um einfach mal auch das zu durchbrechen. Welche Chancen rechnest du denn Rheindorf jetzt zu? Mein Einspiel haben sie jetzt schon leider verloren.
oder nicht leider, das, da möchte ich jetzt unparteiisch sein, aber verloren leider für das Ziel deutscher Meister. Ja, also ich denke mal, die 2 Punkte in Zerbst sind schwer zu holen, aber daheim auf der Rheindorfer Bahn denke ich schon, dass da Rheindorf überlegen sein wird oder halt näher an den Punkten dran als in Zerbst. Und über die Saison gesehen schätze ich Rheindorf auch stärker ein als die Mannschaften dahinter. Deswegen, ich denke, das Duell in Rheindorf wird ausschlaggebend sein und dann halt am Ende die Mannschaftspunkte. Irgendwie viel von der Frauenbundesliga bekommst du mit. Jetzt ist Sandro natürlich keine Spielerin beim KV Lüdelsheim, aber tief drin im Verein. Verfolgst du die Frauen? Ja, zwar jetzt nicht so intensiv, aber ich muss jetzt auch sagen, über die Nationalmannschaft haben halt doch auch die Kontakte zu der Damen-Nationalmannschaft und da sind da Freundschaften entstanden. Und da schaue ich dann schon immer am Sonntag, wie die halt so einzeln gespielt haben. Ich verfolge halt die Ergebnisse. Ich schaue es mir jetzt nicht direkt sonntags an, weil schon viel Zeit bei mir fürs Kegeln drauf geht und ich, wenn dann am ganzen Sonntag noch vor dem Laptop hocken würde und da die Frauenbundesliga mitschauen würde, dann glaube ich, hätte ich zeitliches Problem einfach. Aber wie gesagt, ich kriege dann Spielberichte von den ein oder anderen geschickt und verfolge es halt dann so nebenbei ein bisschen. Genau. Jetzt haben wir ja in beiden Bundesligen die Situation, dass es seit sehr, sehr vielen Jahren immer nur einen deutschen Meister gab. Kannst du als Spieler, der jetzt auf beiden Seiten stand, einmal auf Seiten des deutschen Meisters und einmal auf der Seite des Jägers, nachvollziehen, dass sich Kegel Deutschland vielleicht einmal Abwechslung wünscht? Ja, ist, glaube ich, verständlich, nachdem das Zerbst, glaube ich, jetzt 16, glaube ich, sind es, hintereinander deutscher Meister geworden ist, dass da mal jeder gerne Zerbst schlagen würde. Ist ja ähnlich mit der Nationalmannschaft, mit Serbien, wollte man einmal die Serben schlagen, das haben wir jetzt ja letztes Jahr geschafft, nein, dieses Jahr, hat halt dann leider für den Titel nicht gereicht. Und dass einfach mal jeder gerne einen anderen Meister sehen würde, ist irgendwo verständlich. Man muss aber allerdings auch sagen, Zerbst ist halt in der Kaderbreite sehr gut aufgestellt, besser wie der andere Verein und auch von der Professionalität her einfach nur das Nonplusultra in unserer Liga. Also den Aufwand, was die betreiben, quer durch und auch, was der Timo da vorgibt, das sucht schon seinesgleichen. Also sie tun wahnsinnig viel und da sieht man es, also ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, weil ich jetzt in Rheindorf bin, da fehlt halt einfach bei anderen Vereinen immer nur das Stückchen, um der Zerbst dann tatsächlich richtig hundertprozentig zu ärgern. Und auch wie es der Sandro schon gesagt hat, wahrscheinlich ist die Bahn, das Heimspiel bei uns, sind wir vielleicht ein bisschen im Vorteil, da hat sich Zerbst oder die letzten Jahre haben wir, also wo ich noch in Zerbst war, immer schwer getan in Rheindorf, aber über die ganze Saison wird selbst wahrscheinlich, was das betrifft, nicht zu schlagen sein, weil die halt einfach die Spiele mit 7-1, 8-0 gewinnen. Und wenn man das jetzt einmal im Vergleich zu Rheindorf sieht oder zu Heuberg Moos, die gewinnen halt dann die Spiele 5-3, 6-2 und da verlierst du halt immer mehr Mannschaftspunkte auf selbst und das kann halt dann am Schluss der ausschlaggebende Punkt sein, eigentlich der Tabellenpunkt sein, wo halt dann selbst zum deutschen Meister macht. Im Prinzip, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, müsste dann Heuberg Moos und Rheindorf müsstet ihr halt einfach jeweils ein Spiel gegen Zerbst gewinnen und ansonsten vielleicht nur einmal gegen Zerbst verlieren. Aber genau. Einfache Rechenspiele, die noch nie funktioniert haben im Sport. Kommen wir zum Schluss nochmal auf deine Aktion zurück, Sandro. Hast du eigentlich gemerkt, dass du fotografiert wurdest? Nee, null. Also das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich saß dann auf dem Rückweg im Zug. Da habe ich Instagram ein bisschen durchgeschaut, dann bin ich natürlich auch über den Post von Amazon gestoßen und dann habe ich die Bilder auch durchgeswiped, dann bin ich beim letzten Bild eben angekommen, ich so, hä, das Gesicht kenne ich doch. Und dann zu meinem Kumpel, der nebendran steht, mit dem war ich ja dort, habe ich ihm gezeigt, hey, schau mal, wir haben uns abgelichtet und haben uns dann auf Insta gepostet. Dann habe ich mir auch mal den Text unten dran durchgelesen, was Amazon geschrieben hat, wo sie dann geschrieben haben, ja, die Stimmung in Dortmund wieder 1A, besonders der auf dem letzten Bild. Und da war dann ja ich zu sehen. War dann schon eine ganz lustige Erfahrung, sich da selber zu erkennen. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir noch 2 Themen oder 2 Probleme, wo wir vielleicht jetzt in dieser Episode keine Lösung finden, aber danach bin ich mir sicher, auf verschiedenen Kanälen noch nach einer Lösung suchen können. Zum einen, wie bekommst du jetzt ein Trikot von Mats? Und Jürgen,
Ich glaube, das war ja irgendwie auch schon mal, haben schon mehrere versucht, bestimmt. Wann trifft Jürgen Pointinger auf Mats Hummels? Diese zwei Fragen sehe ich jetzt für die Zukunft. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal beantwortet werden und vor allem, dass Mats auch mal kegelt. Also ich könnte mir zum Beispiel so eine Thomas Müller-Mats Hummels-Challenge auf der Kegelbahn stattfinden. Wir haben vorhin kurz gesprochen. Ich glaube nicht, dass es die schon gab und wenn, dann kann man die ja gerne nochmal wiederholen. Also mal kurz durchgehen. Sandro, wie ist dein Plan, um jetzt das Trikot doch zu tauschen? Ja, ich habe schon überlegt, nochmal die Story hochzuladen, ihn natürlich zu markieren. Und ich habe auch schon festgestellt, wenn man die Podcast-Seite mal anschreibt oder markiert, die reagieren dann schon eher drauf als der Mats selber, da die ja nicht so die Reichweite haben. Ich habe den Beitrag auch geschickt. Die haben auch tatsächlich dann angeschaut. Aber da kam jetzt noch keine Reaktion drauf bezüglich, ja, wir gucken, dass wir das möglich machen. Ja, vielleicht, dass man mit der kompletten Kegel-Community vielleicht nochmal was erreichen kann, ihn markieren, schicken, darauf aufmerksam machen. Weil ich meine, im Post von Amazon auftauchen ist jetzt nicht unbedingt so gewöhnlich. Nee, ist richtig. Das finde ich eine sehr gute Idee. Also ich werde es auf jeden Fall unterstützen mit der Community vom Podcast. Und alle, die zuhören, macht das gerne auch. Ich schreibe es auch auf dem Insta und auf dem Facebook-Post nochmal. Ich glaube, wenn wir aus allen Rohren feuern und vielleicht Podcast und seine persönliche Seite, könnt ihr ja gerne entscheiden. Aber ich glaube, und so hört es sich für mich jetzt auch an, wenn man da ein bisschen ihn nicht bombardiert, aber zumindest kontaktiert, dann kann das auch mal funktionieren, dass du zumindest dein Trikot bekommst. Und dann wirst du ihn aber auf jeden Fall ansprechen und versuchen, dass er mit Jürgen mal kegelt. War das jetzt nur eine Idee von mir oder habt das tatsächlich schon mal jemand versucht, euch irgendwie zusammenzubringen? Tatsächlich hat der Weber Matze das schon mal probiert. Der hat ein Management von Bayern damals geschrieben und die haben gesagt, er soll sich selber mit dem Management von Mats Hummels in Verbindung setzen. Ist aber dann, glaube ich, in Sand verlaufen, beziehungsweise da keine Reaktion kommt. Wie gesagt, wäre schön, wenn ich ihn mal sehen und treffen würde, weil, wie gesagt, durch das, dass ich die eine oder andere Geschichte da halt einfach verbinde und da öfters verwechselt wird, wäre das halt einfach eine coole Geschichte. Und dann, wo der Sandro eben das mit dem Bild gepostet hast und du mich quasi markiert hast, haben wir gedacht, ja, jetzt probieren wir es halt einfach mal, dass der Sandro sein Trikot kriegt. Vielleicht kriegen wir die Aufmerksamkeit vom Mats. Und wie gesagt, so eine Challenge mit Kegeln oder sowas, gerne jederzeit. Und wie gesagt, jetzt schauen wir mal, vielleicht bringen wir es ja zustande, dass da was zusammenkommt. Das wäre, glaube ich, eine Riesengeschichte und wie gesagt, ich würde alles dafür tun und werde es versuchen, dass ja, beide Sachen auf jeden Fall dein Trikottausch zustande kommt. Vielen, vielen Dank euch für diese super spontane Geschichte, gestern geschrieben, heute umgesetzt. Ich hoffe, aber das ist jetzt egal, wenn ich das sage, aber dass ich morgen den Podcast veröffentlichen kann. Also morgen kommt er auf jeden Fall raus, wann das morgen sein wird. Schauen wir mal. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall für dieses Kalenderjahr noch viel Erfolg. Es stehen ja noch ein paar Spiele an. Dann, glaube ich, kann man auch schon mal ja so halb schöne Weihnachten wünschen. Und vor allem, dass ihr eure Ziele erreicht. Wir werden uns, denke ich, auf irgendeine Art und Weise wiedersehen und hören. Jürgen, du auf jeden Fall als Sportler gerne nochmal in einem separaten. Sandro, du auf jeden Fall, wenn Mats sich bei dir gemeldet hat, das machen wir auf jeden Fall nochmal Nachdreher dazu. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal andere Themen, die wir gerne im Podcast besprechen können. Mega cool, dass es geklappt hat. Danke euch und auch danke ans Zuhören für alle da draußen. Danke dir, Sebastian, für die Einladung und das spontane Interview. Auch dir, Jürgen, vielen Dank, dass du auch noch mit reingekommen bist. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und können zusammen noch was erreichen. Ja, ich sage dann auch danke und für so spontane Aktionen gerne jederzeit. Wenn es sich irgendwie umsetzen lässt, gar kein Problem. Und ich wünsche euch dann auch alles Gute und dann sehen wir uns bestimmt irgendwann nochmal wieder. Oder Sebastian, dich höre ich ja dann beim nächsten Podcast dann nochmal wieder. Auf jeden Fall. Also danke euch beiden. Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.